Heute, liebe Schwestern und Brüder, in unserem Abschnitt aus dem Hebräerbrief hören wir die Stelle, die wir die Woche schon einmal erwähnt haben. Die Stelle, die wir so gerne verabsolutieren und alleine für sich stehen lassen. Glauben ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine Stelle, wenn wir sie alleine für sich nehmen, die wird oft zitiert, dann hat man eigentlich noch nichts verstanden. Sondern das sind dann sozusagen wieder die Katholiken oder sonst irgendwelche Fundamentalisten oder Evangelikalen, die hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen sitzen, die irgendwie an was glauben, was sie nicht sehen, dumm wie sie sind. Das ist nicht gemeint im Hebräerbrief, sondern wir müssen das Nächste mitlesen. Dann erklärt es sich besser. Wir verstehen überhaupt das, was gemeint ist. Der Hebräerbrief hier gegen Ende führt die Linien, die er so ausführlich in den Psalmenerklärungen, in dem, was der alte Kult bedeutete als Sinnbild, genau wie die Opferung des Isaaks bedeutete, führt diese Linien, er zieht sie zusammen und macht sie noch einmal deutlich. Glaube ist Hören. Glaube heißt, das Privileg zu haben, zu hören. Und zwar Gott zu hören in seinem Wort. Um die eigene Existenz, um diese Welt, um alles verstehen zu lernen. Deshalb führt er aus, aufgrund des Glaubens hörte Abraham den Ruf und er gehorchte. Vielleicht ist es nur eine boshafte Vermutung meinerseits, dass wir dann lieber die erste Aussage mit dem Glauben und nicht sehen so stehen lassen, weil wir uns mit dem Hören und dem Gehorchen so schwer tun. Das ist gar nicht so gut. Wir sind autonome Existenzen. Wir brauchen nicht zu hören. Wir wissen selber, wo es lang geht. Und so ist ja auch alles. Das Hören schließt auf. Für das, was wir eben nicht sehen können, was aber dennoch real ist. Abraham geht nicht in die frühere Heimat zurück. Das heißt, er relativiert diese Existenz. Wenn man das in irgendeiner Diskussion erwähnt, kommt sehr schnell der Vorwurf, naja, das klingt aber alles jetzt doch sehr nach Weltflucht. Nein, das meint der Hebräerbrief nicht. Christentum war nie Weltflucht. Also, dass man irgendwie, man kann ja auch nicht aussteigen, egal wo man hingeht, das ist immer noch Welt. Aber es ist Relativierung dieser Welt. Relativierung dessen, was wir für die absolute Realität. Und im Moment, wie immer auch im Christentum in seiner Geschichte, im Moment stehen wir wieder in der großen Gefahr, dass wir genau das Umgekehrte tun. Wir relativieren den Glauben und verabsolutieren die Welt. Aber es soll umgekehrt sein. Der Glaube ist absolut. Das Wort Gottes ist absolut, weil einzig verlässliche, wahre Wirklichkeit. Und alle Dinge dieser Welt sind relativ. Wir merken das doch im Moment, in welchem Bild, das wir sehen in der Zeitung oder in den Nachrichten, können wir noch vertrauen. Wir wissen, es ist heute leicht möglich, das zu manipulieren. Und es geschieht millionenfach. Welche Meldung, die wir hören, ist doch absolut verlässlich. Es ist ein bisschen was herausgeschnitten, ein bisschen was zusammengebastelt. Es sieht ganz überzeugend aus und Monate später, manchmal nur einen Tag später, stellt sich heraus, es ist manipuliert. Ein kleines Beispiel dafür, in wie relativen Zeiten wir leben. Umso wichtiger ist es, dass wir als Christen uns auf die Absolutheit des Glaubens, auf die Absolutheit Gottes und dessen, wie er zu uns spricht, verlassen. Und dass wir deutlich machen, dass wir dahin unterwegs sind. Das ist die Kraft, die uns zieht. Das ist die Kraft der Hoffnung, von der wir erfüllt sind, wie Paulus sagt. Alle diese sind gestorben, sagt der Hebräerbrief, ohne dass sie das Verheißene erlangt haben. Sie haben es nur von fern geschaut und gegrüßt. Und noch einmal, weil uns der Hebräerbrief so nahe bringt, das ist der Sinn der Liturgie. Das von ferne Schauen und zu grüßen der absoluten Wirklichkeit, die hier für einen Moment in dieser relativen Welt aufläuft. Das, was Christus wirkt, ist immer gegenwärtig, ist absolute Realität. Und
und wird uns hier, auch jetzt in dieser Stunde, neu geschehen.